So sieht so jemand also aus. Was meinen Sie? Na, der meine Tochter hat. Ich wollte Ihnen sagen, dass Sarah sehr enttäuscht war. Sie hatte sich auf Sie gefreut. Wenn man einem Kind etwas verspricht, dann muss man sich daran halten. Herr... Rolfert, Stefan Rolfert. Herr Rolfert, das nächste Mal, wenn ich entlassen werde und zum Vorstellungsgespräch für einen neuen Job muss, dann sage ich meinem Bewährungshelfer, dass das gerade nicht geht, weil es ein echt scheiß Zeitpunkt für meine Tochter ist. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht... Nein, nein! Reden Sie ruhig weiter, Sie scheinen sich ja gut auszukennen. Sarah geht es gut. Wir wollten Sie bei uns im Bezirk in der Schule anmelden. Sarah geht auf ihre alte Schule. Sie hat dort ihre Freunde. Sie ist dort in der Tanzgruppe. Auf unserer Schule gibt es auch eine Cheerleading-Gruppe, in der sie tanzen kann. Ja, Cheerleading ist doch kein Tanzen. Das weiß ich. Ach ja? Woher? Woher was? Woher wollen Sie wissen, was Tanzen für ein schwarzes Mädchen bedeutet? Joyce, glauben Sie mir, ich bin auf Ihrer Seite. Wissen Sie, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich bin auf deiner Seite. Mein Ex Sam, der hat genau das Gleiche gesagt. Die Wahrheit ist, wir sind nicht auf der gleichen Seite. Leute, die die Wahl haben, labern so einen Scheiß. Für Ihre Entscheidung kann ich nichts, Joyce. Jeder Mensch trifft seine eigenen. Und wir, meine Frau und ich, haben uns für Sarah entschieden. Es geht ihr gut bei uns. Sie fühlt sich wohl. Stefan, ich bin auf dieser Seite gelandet und Sie auf der anderen, weil es das Leben anscheinend gut mit Ihnen meint. Ich danke Ihnen, dass Sie sich um meine Tochter kümmern, aber täuschen Sie sich nicht. Sie können ihr Geld geben, Sie können für sie den Cheerleader spielen, aber sie hat immer noch mein Blut. Und ich werde sie mir zurückholen. Dann haben wir ein Problem. Das wäre nicht das erste Mal in meinem Leben.